Der Traum ist so alt wie die Menschheit selbst. Der Traum vom Fliegen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er dann Wirklichkeit. Der Mensch schwang sich wie ein Vogel in die Lüfte. Zunächst mit abenteuerlichen Konstruktionen, aber es dauerte nicht lange, da verwandelten die Kriegsherren den Traum in einen Albtraum. Und auch der wurde Wirklichkeit. Millionenfach warfen Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg Bomben auf Menschen und Städte. Britische und amerikanische Bomber über Deutschland. Sie sollen Hitlers Reich in die Knie zwingen. Es ist der erste Krieg in der Geschichte, der auch aus der Luft entschieden wird. Immer verheerender werden die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs. Schon bei Kriegsbeginn, beim Überfall auf Polen 1939, kommt die deutsche Luftwaffe massiv zum Einsatz. Dann kam die erste Bombardierung und die erste Toten, die erste Opfer. Die erste Brände gab es in Warschau schon, nicht weit von uns, in der Stadtmitte. Und seit dieser Zeit lebten wir schon im Keller. Warschau wird zur Kapitulation gebombt. Wie der polnischen Metropole wird es bald auch anderen Städten in Europa ergehen. Ab September 40 trifft es London. Großbritannien soll zur Aufgabe gezwungen werden. Deutsche Bomber greifen Docks und Fabriken an. Und bald auch Wohngebiete. Eine traumatische Erfahrung. Die Leute waren tot. In der Straße gegenüber, in den Schutzräumen, überall. Man lebte permanent in Angst. Man ging ständig mit der Angst schlafen. Lebst du morgen noch? Wirst du noch unversehrt sein? Alles, was man tun konnte, war beten und hoffen. Der größte deutsche Luftangriff außerhalb Londons gilt der mittelenglischen Stadt Coventry, Zentrum der britischen Rüstungsindustrie. Zunächst erhellen Leuchtbomben an Fallschirmen das Ziel. Brandbomben lassen dann über 50 Feuer auflodern, die sich zu einem Flächenbrand ausweiten. In Coventry waren die Ziele ja alle mitten in der Stadt. Und nachts war immer das Problem der Zielfindung, der Zielerkennung und das Ziel zu treffen. Und das war einfach nicht zu vermeiden, dass da auch links und rechts und vorne und hinten auch Bomben fielen. Über 500 Menschen sterben. Bis Mai 41 werden 42.000 Briten durch deutsche Bomben ihr Leben verlieren. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, sagt Winston Churchill und lässt im Gegenzug auch deutsche Wohngebiete bombardieren. Als erstes trifft es Städte an der Küste, wie Lübeck, Ende März 42. Dann kam ja plötzlich Alarm und gleichzeitig mit dem Alarm ein ganz, ganz furchtbarer Donnerschlag. Wir empfanden das so, als wenn plötzlich die ganze Stadt mit einem Faustschlag zerstört wird. Über 300 Menschen sterben in dieser Nacht in Lübeck. Doch es ist nur der Anfang. Churchill will durch Flächenbombardements die Moral der Deutschen brechen. Der Bombenkrieg wird bald zum Alltag. Das Tragische daran ist wie immer, große Erfindungen können eben nicht nur dem Frieden, sondern auch dem Krieg dienen. Das gilt übrigens auch in der Sprache. Wir verwenden gerne einen Begriff aus dieser Zeit, meist ohne uns über seine Herkunft Gedanken zu machen. Blockbuster. Das ist für die allermeisten von uns einfach ein sehr erfolgreicher Film. Ursprünglich wurde mit Blockbuster aber eine Luftmine bezeichnet, also eine sehr große Bombe, die ganze Häuserblocks knacken und zerstören kann. Die Folgen dieser Blockbuster sehen wir noch heute in jeder Stadt. Es gibt aber noch mehr militärische Begriffe, die sich in unsere Alltagssprache eingeschlichen haben, und genau dazu findet ihr ein Video hier neben mir verlinkt. Kennt ihr noch mehr Beispiele für Kriegssprache oder Sprache, die von kriegerischen Ereignissen geprägt ist? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke und bis zum nächsten Mal.